Jo, was geht, meine lieben Kinders? Wir sind beim Haus Flipper angekommen. Ich bin ein wenig Nachzügler, glaube ich. Kann halt sein. Wahrscheinlich. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt auch mal Haus Flipper, weil das scheinbar jeder macht. Und ich habe da Bock drauf. Ich habe das, habe mir runtergeladen, ein bisschen gezockt und so. Und das ist eigentlich ganz cool. Ich habe mir gedacht, ich mache nicht von vorne an, das Let's Play, so wie man das normalerweise macht. Weil das hat schon jeder gesehen und so. Wir hören übrigens, by the way, wir hören gerade Rockantenne Heavy Metal. Falls jemand nicht auf Heavy Metal steht, ist das wahrscheinlich nicht der richtige Let's Play für euch. Falls jemand Heavy Metal mag, willkommen. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen das nicht so wie sonst, dass man das von vorne ab. Ihr seht schon, ich habe 56.823 Mücken. Und wir machen eigentlich nur das, habe ich mir vorgenommen, was der Name des Spieles auch wieder gibt, und zwar Haus Flipper. Das heißt, die ganzen Aufträge machen wir nicht. Ich habe jetzt mal so viele Aufträge gemacht, dass ich im Prinzip alles habe, um ein Haus zu renovieren, so wie ich das sehe, von meiner Skillliste. Warte mal. Nee, das ist nicht meine. Warte mal hier. Verbesserungen. Also, wir haben schon ein bisschen was, womit. Also, man kann auf jeden Fall was machen, ja. Wir haben soweit alles, glaube ich. Hier sehen wir, was man braucht. Und ja. Und ich habe hier drin natürlich auch schon mal. Ich habe Tastenbelegung auch ein bisschen geändert. Das hier ist leider ein bisschen fail, aber ich habe den scheiß Kühlschrank irgendwo anders hingekriegt. So sieht das Häuschen hier aus, was ich mir zusammengebastelt habe. Da werden wir ja auch irgendwann wahrscheinlich verticken. Also unser Büro ist das jetzt hier. So habe ich das gemacht. Ja, ich habe ein paar Aufträge schon gemacht, die man am Geld sieht. Aber ich habe noch gar nicht in den Browser geguckt für Häuser. Keine Ahnung. Habe ich nicht gespoilert oder irgendwas. Da habe ich mir für jetzt aufgehoben. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Und dann werden wir nämlich das tun, was der Haus, der Name eigentlich sagt. Und zwar Häuser flippen. Sprich, billig kaufen, fertig machen, teurer verkaufen. Und nicht die Aufträge mit, hier kannst du mal eben eine Heizung anbringen oder kannst du mal eben eine Wand streichen, was ja die meisten Aufträge so im Groben sind. Sondern wir machen direkt, ja, hier. Also hier haben wir zum Beispiel das Billigste. Wir könnten natürlich einfach vom Billigsten abgehen. Wir haben 56.000. Ich habe jetzt auch gar keine Erfahrung, wie teuer das ist, ein Haus fertig zu machen, ja. Sprich, wir haben 56.000, wenn ich jetzt was für 40.000 kaufe, komme ich damit aus? Ich habe keine Ahnung. Deswegen würde ich sagen, wir schrauben uns einfach mal von unten nach oben hoch. Ich habe aber selber hier noch gar nicht geguckt, weil das, also das hier ist top-notch, ja, 232.000. Dann ist auch noch so eine Sache, wie man sieht, hier sind hier eindeutig mehrere Stockwerke, ne? Weil ich habe mir nämlich gedacht, man könnte ja auch, pass auf, man könnte ja auch das hier einfach komplett wegreißen und sich hier ein Haus bauen und das wieder verkaufen. Aber ich habe nichts gefunden, dass man selber Treppen bauen kann. Ja, also falls jemand da Ahnung von hat oder weiß, wie das geht, ich habe es nicht gefunden, keine Ahnung, weil mehrstöckiges Haus kann man glaube ich nur bauen, oder vielleicht kann man gar nicht selber, weil das Haus, das Spiel ist ja eigentlich nicht dafür ausgelegt, selber Häuser zu bauen, ne? Das ist ja nur dafür ausgelegt, Häuser zu renovieren und wieder zu verkaufen. Ach, alter Vater. Ja, egal, wir machen jetzt folgendes, wir kaufen das hier. Das ist ein schönes Haus aus Kaufen. Du hast ein neues Haus gekauft, möchtest du nun dahin? Wenn du jetzt im Büro bleiben möchtest, kannst du jederzeit in dein Haus übergehen. Ja, aber wir gehen da natürlich sofort hin. Wir gucken uns jetzt erstmal an, was wir da gekauft haben. Für 26.000 und ein paar zerquetschte. So. Auf der linken Seite siehst du die Miniaturen der Käufer. Sie werden immer wieder mal deine Handlung kommentieren. Ja, aber eigentlich ist mir das scheißegal, weil ich werde jetzt nicht so dramatisch krass darauf achten, was die sagen, sondern ich werde das so bauen, wie ich das für gut heiße, was ich mir leisten kann. Weil ich, wie gesagt, jetzt haben wir noch 30.000, also eigentlich ist das ja schon nicht schlecht. Was ich mir leisten kann und was ich gerne möchte. So, jetzt gehen wir erstmal da rein und gucken. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was habe ich bloß gemacht? Ja. Ja. Naja, ja, auf jeden Fall geiles Haus. Geiles Haus, Junge. Die Tür geht auf jeden Fall noch. Ja gut, ich meine, wir haben ja nicht viel erwartet, ne? Ich würde sagen, wir gehen in den Verkaufsdingen und verkaufen alles, was geht. Wobei, ich weiß nicht, kann man das. Ja, wir verkaufen einfach alles. Da kriegen wir ein bisschen Kohle bei. Und, Alter, war da Blut? Und ich glaube ja, dass die Sachen, die hier liegen,
auch sowieso so wie der Schrank, ich glaube, den kannst du nicht wieder schön machen. Der ist so verrannt. Alter Vater, ey. Alter, Junge, 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 Junge. Ich hoffe, also Fenster muss man nicht kaufen oder so. Kann man gar nicht kaufen, ne? Da meine ich nämlich. Ih, sind aber gar keine Haken. Die Küche zum Beispiel sieht auch nicht so geil aus. Also, tut mir leid, hier muss einfach alles weg. Hat sich jemand gemerkt, wie viel Geld wir gerade hatten? 30.000 irgendwas, ne? Sagen wir 30.000, viel Geld haben wir nicht gekriegt. Also Kakerlaken sind schon geil. So wie ich gesehen habe in dem Update, kann man jetzt auch die Toiletten und so überall hinsetzen, wo man will. So, jetzt werden wir erstmal, ja, ich glaube draußen können wir nicht viel tun, ne? Das Abdach ist wie es ist, aber eigentlich ganz schön. Jetzt weiß ich nicht, kann man hier eigentlich Rasen mähen? Nee, ne? Kann man nicht. Ja, geil. Staubsauger, ja bitte, ich möchte erstmal die Kakerlaken hier entfernen, bevor wir irgendwas machen. Erstmal die Kakerlaken weg, das ist ja Gang, also, ne? So. Ja, und ich weiß auch nicht, wie lange dieses Let's Play jetzt hier, ich habe das gestern gekauft, habe das jetzt 4 Stunden gespielt oder so, keine Ahnung. Und in den 4 Stunden habe ich halt die Skill, das Skill-Level, was ich jetzt habe, sagen wir mal, erreicht. Man sieht, ich bin noch nicht so super weit. Aber ist schon mal was. Damit kann man, glaube ich, erstmal arbeiten. Geht, 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 geht. Damit, ey, wieso ist denn hier noch eine Tür? Tschüss. Damit kann man jetzt schon mal selber ein Haus flippen. Flippi, Flippi, Mari, weißt du? Ich muss die Flippi, Mari. Ja, ich nehme hier Haus und dann mache ich Flippi. Flippi. Ja, wie gesagt, wer kein Heavy Metal mag, da tut mir leid, aber ich habe früher Let's Plays immer gemacht, da habe ich mich sehr dran gehalten, darauf aufzupassen, was andere Leute wollen und was nicht. Und das hat auch nichts gebracht. Wieso sieht das hier so scheiße aus? Und das hat auch nichts gebracht, deswegen habe ich... habe ich entschieden, drauf geschissen, ja? Richtig... Alter, willst du mich natzen? Tschüss. Ich mache nicht mehr, was andere wollen. Ich mache das, was ich will. Vielleicht kriege ich ein bisschen Probleme, aber ich monetarisiere meine Videos ja sowieso nicht. Also, von daher... Ja, keine Ahnung, werden wir sehen. Es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Haus. Ja, sehr schön. Guck mal. Man sieht auf jeden Fall auf der Minimap, oben rechts, ne? Habe ich auf jeden Fall geskillt, dass man jede Verschmutzung sieht. Also man sieht wirklich, wenn es irgendwo noch dreckig ist, sehe ich das. Das war mir... ständig vergesse ich irgendwas, ne? Das war mir... habe ich als erstes geskillt beim Putzen. Weil, ich glaube, es ist schlimmer, irgendwas nicht zu finden und ständig zu suchen, als langsam putzen zu können. Glaube ich zumindest. Deswegen habe ich das sofort geskillt gehabt. Jetzt muss ich mal eben gucken. Da ist noch irgendwo was. Wird das hier sein? Und da ist noch... Warte mal, wo ist das denn? Nee, wo ist das? Da. Hier muss mal irgendwo was sein. Ist das da? Jo, das da. So, das war das. Hier müsste irgendwas sein. Das kann aber auch auf der anderen Seite von der Wand sein. Bin mir nicht sicher. Ja, es ist so eine Sache, ne? Ja, und wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich das hier durchziehen werde, weil es ist ja im Prinzip ein relativ, ich würde nicht sagen eintönig, aber nachdem man das erste Haus geflippt hat, ist es ja im Prinzip immer wieder das Gleiche. Sprich, ja, man kennt den Ablauf dann, ne? Aber egal, wenn man jetzt sagt, wir nehmen jetzt das Billigste, man muss ja nicht jedes Haus machen, wir werden ja nicht jedes Haus flippen, weil es da gibt, ne, ist klar. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir nehmen jetzt eins, für, wie gesagt, was haben wir jetzt bezahlt? 26.000 oder so. Und danach nehmen wir eins, was 50.000 kostet. Ich weiß ja noch nicht mal, was das an Geld, an Kohle bringt. Wie viel kriegen wir jetzt? Wir haben jetzt 26.000 nochmal bezahlt. Und wir gucken dann mal, was. Also, wir hatten 56.000, ne? Wir gucken dann einfach mal, wie viel wir hinterher im Konto haben. Und schauen dann mal, was dabei rauskommt, was da Sache ist. Mikroeinstellung, ich habe super lange nichts gemacht. Ich habe jetzt gerade einfach mal eben grob... Ich habe wirklich lange nicht aufgenommen. Habe ich jetzt Bock zu gehabt, weil in letzter Zeit war ja so geiles Wetter. Und meine Katze war leider weg. Der fette Möhrenkater ist aus dem Fenster, also im ersten Stock irgendwie raus und dann nach unten, keine Ahnung. Der war aber noch nie draußen, deswegen war ein ganzes Dorfchen Aufruhr. Der ist aber Gott sei Dank jetzt wieder zurück. Der ist Gott sei Dank wieder da. Ist das Lordi? Ja, ne? Lordi. Also ich finde das ganz cool, jetzt mal mit richtig geiler Mucke aufzunehmen. Das habe ich noch nie... Wo ist das denn hier?
Habe ich sonst nie gemacht, sonst habe ich immer irgendeine Scheißmucke, irgendwas GEMA-freies eingegeben und dann, ne? Weißt du, was ich meine? Wo ist denn hier? Ah, da. So, dann ist hier draußen irgendwo. Das hier, oder? Ich weiß jetzt irgendwie nicht, wo ich hier sauber machen soll. Das hier? Ah, das ist auch verschmutzt. Ah, ich sehe, das Vordach. Okay, jetzt ist hier noch... Aha, okay. Was hätten wir? Gehe ich einmal rum. Und dann muss hier jede Menge sein. Da ist... Ja, dann müssen wir auch mal gucken. Kann ich da sauber machen? Komme ich da überhaupt ran? Irgendwie nicht. Keine Ahnung. Müssen wir gleich mal gucken, ob das... Ja doch, Verschmutzung gehen weg. Also da oben war nichts. Ja, wie wir hier vorgehen. Ob wir erst außen machen, erst innen machen. Überhaupt, was wir hier machen. So schön. Da ist aber noch irgendwo was. Das da, glaube ich. Das da? Ja. Hey, ihr seid witzig. Wie soll ich denn da hinkommen? Wie soll ich denn da hinkommen? Ach, das hier ist das. Nee. Kann mal einer diese Scheiße hier das Gebüsch wegmachen, ey? Das kann ich denn... Kann ich hier Rasen mähen? Kann ich das wegmachen? Ja, wie soll ich denn da rankommen? Wo ist denn... Ach, das da. Ach, hier. Ja, alles klar. Entschuldigung, nicht gesehen. Das Gebüsch müsste natürlich eigentlich ein bisschen... ne? Hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Hier ist alles gut. Sieht zwar immer noch alles vergammelt aus, aber das ist schon mal ganz gut. Innen ist auch jetzt alles tippitoppi. Also jetzt ist sauber. Sieht hier immer noch aus wie Hölle, aber... Jetzt ist sauber. Jetzt kommt dein Geist überhaupt. Jetzt gehen wir mal in Fenster putzen. Bin hier natürlich übelst geskillt jetzt schon. Naja, mehr oder weniger. Guck, zack. Wir können Fertigkeitspunkt aufwerten. Und zwar im Aufräumen. Was nehmen wir denn hier? Ultramob. Ja, ist natürlich geil. Aufräumen um 25% schneller. Ich glaube, wir nehmen mal hier den Ultramob. Also, das habe ich schon geskillt. Siehst du, siehst alle Verunreinigungen sofort. Und dann gehen wir hier einfach mal auf Ultramob. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Gucken wir uns mal an. Und sonst habe ich nichts, ne? Ne, wie auch. Kann ja nicht. Ist klar. Wie sieht denn der Ultramob jetzt aus? Also, ja gut, der ist hübscher. Sieht ein bisschen cool aus. Das Fenster ist sauber. So, jetzt müssen wir erstmal alle Fenster putzen. Ach, guck mal, da haben wir auch direkt ein neues Ding. Geil. Zack. Geht das auch ein bisschen schneller. Zack, 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 zack. Wo habe ich was vergessen? Ne, irgendwo. So, Fenster alle einmal putzen. Ja, ja, ja. La, 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 la. Ihr könnt ja so ein bisschen mitraten, was hier welche Band ist. Das mache ich nämlich auch immer. Also ich kann das nur empfehlen, Rockantenne Heavy Metal. Übelst geilster Sender. Also wenn man natürlich die Musik mag. Ist klar, wenn ihr die Musik nicht magst, dann wahrscheinlich eher nicht. Nein, warte. Ja, wahrscheinlich eher nicht, aber die haben schon extremst geile Musik am Laufen und auch echt alles. So wie jetzt. Bisschen gedämpft. Aber auch ein bisschen letztens, wenn dann hier der Moderator, ne? Der Metal Moody. Er sagt halt immer so süß, die guten alten Cannibal Corpse, weißt du? Die guten alten Cannibal Corpse, wer die kennt, die gibt auch schon ein paar Jahre. Ja. Also wollte ich nur mal eben sagen, also die spielen wirklich alles, richtig geiler Sender. Lohnt sich da reinzuhören. So, Fenster sind gereinigt. Wir werden das mal im Prinzip auch alles so lassen, wie es ist, weil wir ja selbst wenn wir auch irgendwann ein Haus kaufen und das machen, denke ich mal, als Eigenheim und Dinges, na, Büro. Aber das ist mir dann doch hier ein bisschen zu popelig, da hätte ich gerne wirklich was, ne, was Schönes. Und jetzt wollen wir hier erstmal gucken. Sollen wir von außen anfangen? Ich weiß gar nicht, die Fenster kann man nicht ändern, ne? Schade eigentlich. Da gehen wir jetzt mal von außen eben. Shop. Und zwar außen ist... Moment. Boden, Fliesen, Badezimmer. Wie hieß das denn nochmal? Paneele. Paneele. Wie machen wir das denn von außen? Also das ist ja im Prinzip... Was ist denn das hier gerade? Was ist das das? Schön, dass man das so gut sieht. Ne, was ist denn das hier von außen eigentlich? Kann man von außen auch streichen? Geht das? Kann ich das streichen? Einfach in der Farbe? Weiß ich gar nicht. Wir machen das einfach mal. Wir streichen das mal in... Welche Farbe streichen wir denn? Heller Pfirsich. Wollen wir mal ausprobieren? Jetzt kaufen. Stelle ich mir mal... Kann ich nicht hier hinstellen. Doch, kann ich wohl hier hinstellen. Pass auf.
Pinsel. So sieht unser Pinsel aus. Und jetzt gucken wir mal. Ja, das geht. Das ist geil. Weil, sieht wohl ein bisschen anders aus als von... Ich weiß nicht, ob der gut aussieht oder nicht. Farbe weg. Ja, gut. Kann ich denn den Rasen hier mähen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mal eben gucken, wenn ich die Seite hier fertig habe, werde ich mir das mal eben angucken, wie das aussieht. Weil ich habe bis jetzt von außen immer nur diese Paneele gemacht. Aber das sind eigentlich... Vieles davon sieht nicht aus. Und viele Häuser haben ja auch keine Paneele, wenn du nicht gerade in Amerika bist, ne? Deswegen oft ist ja schon auch von außen gestrichen oder verputzt. Verputzen kann ich, glaube ich, noch gar... Kann mal einer hier diese Scheiße wegmachen? Kann ich hier kann ich hier Rasen mähen? Muss ich mal eben gucken. Kann mir das einer sagen? Geht das? Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Weil das sieht ja schon irgendwie ein bisschen assi aus, ne? Wenn du das Haus jetzt hier super machst... Ja, ist doch geil. Wie kann ich denn hier Rasen mähen? Kann ich hier keinen Rasen mähen? Warte mal. Nee. Ja, toll. Geil. Scheinbar geht das nicht. Oder ich bin da nur zu dumm für. Sollte ich vielleicht mal googeln oder so. Keine Ahnung. Oder wie gesagt, vielleicht könnt ihr mir das sagen. Weil ich krieg das gerade nicht auf die Kette. Dann streichen wir das Haus jetzt nämlich mal, anstatt das zu dingsen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Die Leuten scheint das ziemlich egal zu sein, weil die sagen da gar nichts zu. Also ist das nicht mein Problem. Ja, die sagen, ne? Schön. Ja, also wie man sieht, ist das natürlich jetzt hier etwas langwierigeres Projekt dann. Wenn man natürlich so ein ganzes Haus streichen muss und so, das dauert alles. Allein schon von außen, dann kommt von innen auch noch. Das dauert, ja, aber wir haben Zeit. Wir haben viel Zeit. Läuft bei uns. Und wir können ja auch gute Musik dabei hören. Selbst wenn ich nicht laber, haben wir gute Musik am Start. Ist das nicht schön? Ich würde hier ganz gerne mal einen neuen Aufwertungspunkt kriegen. Da hatte ich vielleicht hier 5 Dinger gleichzeitig. Hallo! Ach, ein Busch. Kannst du nicht durchlaufen, ne? Ist klar. Spaß, ey. Ah, so, guck mal. Das ist doch geil, ey. Das ist doch geil. Das ist richtig geil. Sollen wir jetzt die Seite... Das ist die Frage, wie streichen wir das? Ich streiche das jetzt hier mal auch noch so. Weil das ist jetzt... das kann ich jetzt nur so streichen. Das muss ich gleich mal gucken. Das können wir ja zur Not nochmal überstreichen. Aber ich mache das jetzt erstmal so. Weil sonst sieht das nämlich richtig behindert aus. Ist der Pott nicht mal bald leer? Keine Ahnung. Ich habe keine Lust, den mitzunehmen, sondern ich wollte einen neuen kaufen. Aber so wie das aussieht... Und heavy. Und heavy Metal. Ja, toll. Ja! Bin gut, ne? Komm, sag mir, dass ich gut bin. Wer ist denn das für eine Band? Kann mir das einer sagen? Na? Ich glaube, das Ding ist weg. Leer. Tschüss. Was ist eigentlich hier mit dem Boden? Muss man den auch machen? Keine Ahnung. So, dann stellen wir uns hier den Eimer mal hin. Den kann ich hier nicht hinstellen. Na, großartig, ey. Jetzt muss ich mir den hier wieder in die Wildnis stellen. Wildnis stellen. Wildnis stellen. Was ist eigentlich damit? Ja, da kann ich nicht machen. Also Dach kann man gar nicht, ne? Mal eben so. Geht gar nicht, glaube ich. Da geht ja gar nicht, ne? Kann sein, das Mikro manchmal übersteuert. Vielleicht ist das jetzt auch schon komplett runtergeregelt und ich laber gerade für Nüsse. Da muss ich die Aufnahme wegschmeißen. Aber was weiß ich. Könnte alles passieren. Es kann alles passieren heutzutage, ne? Ja. Eigentlich finde ich die Fenster dann nicht so geil. Obwohl bei der Farbe geht das, aber mich stört da ein bisschen... dass man die Fenster dann nicht auch vielleicht mal streichen könnte oder die Farben wenigstens ändert, weißt du? Das geht nicht. Ja, achso. Kann man nicht. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Hallo? Finde ich ein bisschen schade. Bin mal gespannt, wie lange wir für den Scheiß brauchen, also wie viele Folgen. Und auch, wie, also was wir dann dafür rauskriegen. Wir werden natürlich jetzt
Ja, mal gucken, wie detailliert das wird. Also ich glaube, wenn man viel Detailarbeit leistet, kriegt man auch mehr Kohle. Sprich, du stellst nicht nur einen Tisch und ein Sofa ins Wohnzimmer, sondern du machst dann auch ein paar Bücher auf der Fensterbank und so eine Scheiße, weißt du, dass das halt aussieht, ja, wie ein richtiges Heim. Ne? Weil die ganzen behinderten Spasten, die dann hier rein wollen, das alle selber nicht geschissen kriegen. Ja? Die wollen hier einziehen und all den Rummel vom Vorbesitzer quasi behalten. Ne? So wie man das, ne? Würde ich ja auf jeden Fall genauso tun. Am besten, dass die Unterwäsche vom Vorbesitzer auch da bleibt, damit ich die benutzen kann, weil ich habe keine eigene. Ich glaube, dass das da mehr Kohle gibt. Weil das alles so unselbstständigen Leute sind. Keine Ahnung. Sehen wir. Wir werden es erleben. Und ich habe, wie gesagt, das noch gar nicht gemacht. Ich habe diese Aufträge gemacht. Die bringen ja auch ja relativ Geld. Ich habe da mit den Verhandlungen-Dingen da ja geskillt, dass man da, was ist das jetzt, 40% oder was? Nehmen wir eben mit, das Moped hier. Kann ich das, kann ich mal eben den Eimer mitnehmen? Lohnt sich zwar kaum, aber trotzdem. Dass man halt auch mehr verdient. What the fuck? Wann war das denn? Ja, und da kriegt man dann schon ein bisschen Kohle pro Auftrag, aber mal schauen. Also zum Beispiel bei Car Mechanic, das könnten wir auch mal wieder machen. Da habe ich natürlich offscreen extremst weitergespielt. Aber das macht ja nichts. Da machen wir halt da weiter, ist es vielleicht auch direkt ein bisschen interessanter, haben wir mehr Autos zur Verfügung und mehr Kohle und schlag mich tot, da machen wir, mache ich jetzt auch keine Aufträge mehr, sondern ich kaufe halt Autos und dann werden die fertig gemacht und es ist der Eimer leer. Wenn die jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, werden die fertig gemacht und dann verkauft. Da bringt halt mehr Kohle als einen beschissenen Fehler im Auto zu finden. Da suchst du genauso lange, als wenn der ganze Auto zerlegt hättest. Und deswegen. Ja, aber darüber reden wir jetzt hier eigentlich gar nicht, weil hier machen wir ja Häuser. Jetzt haben wir das Haus von außen schon fast fertig. Guck mal, die Wand hier noch. Und das sieht natürlich hassrein aus. Wie ich das hier mache. Also sobald das ausgeleuchtet ist, ist das auch fertig, ne? Das war eine Scheiße, du. Aber die Typen da links, da hat noch keiner was gesagt, oder? Noch keiner irgendwie gesagt, ich mag gestrichene Häuser nicht. Ich hätte lieber die Styropor an Wände. Kann das, ne? Hat keiner was von gesagt? Nein. Also wir haben ein 900 Quadratmeter großes Grundstück. Für mich wäre das ja nichts. Also jetzt im Moment habe ich gar kein Grundstück. Jetzt im Moment wohne ich ja zur Miete. Ja, aber es gibt Pläne, um ein Haus zu kaufen, aber dann wird das schon ein bisschen was anderes als das hier sein. Ja. Ja, aber das ist jetzt aber egal. Aber das ist jetzt hier schon mal eine gute Sache, dass man. Das habe ich damals auch bei Sims immer so gemacht. Bevor ich bei, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, bevor ich da mein Zimmer neu gestrichen habe oder so, habe ich das immer bei den Sims, habe ich das gebaut, das Zimmer, quasi. Und dann gemacht. Wir sind fertig, ne? Das sieht doch geil aus. Ey, komm, das sieht doch gar nicht so scheiße aus. So könnte man sich das doch vorstellen, oder? Achso, hier, hallo. Meine Fresse. So, guck mal. Das sieht doch gar nicht so kacke aus. Wie kann ich denn den Garten hier mähen? Gar nicht? Oder wird das automatisch, oder was? So, jetzt müssen wir natürlich... Ne, dieselbe Innenfarbe wie außen wäre natürlich ziemlich dumm. Also. Das ist das Wohnzimmer. Hm. Ach, guck mal, wir haben Skillpunkte. Das ist geil, wir können malen machen. Drei Wände gleichzeitig streichen und 25% schneller. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Ich mach mal das hier. Ich bin mir echt nicht sicher, was besser ist. Und bis wir den nächsten Skillpunkt kriegen, dauert, glaube ich. Also, das hier ist ein Schlafzimmer, ne? Dann machen wir hier auf jeden Fall mal Teppich rein. Wir machen erstmal die Böden. Oder wir können ja Raum für Raum machen. Wir machen jetzt hier... Shop, mein Gott, Alter. Boden, Fliesen, Teppich, wahrscheinlich steht unter Teppiche da, Teppich. Ist das jetzt... Hä, ne, was, hä? Das sind jetzt aber einfach nur so... Ne, so will ich halt aber nicht. Dann müssen wir ja... Wie geht denn das dann? Habe ich auch noch nicht immer. Laminat und Innenausstattung. Ah, hier, Teppichboden grün, Teppichboden beige. Das war's.
Es gibt nur drei verschiedene Teppiche. Ernsthaft. Ja, nehmen wir blau, oder? Nehmen wir blau? Nehmen wir einen blauen Teppich. Weil für das Schlafzimmer, da wird ja ruhig ein bisschen dunkler sein, würde ich sagen. Dafür nehmen wir jetzt aber die Wandfarbe. Farben. Rosa, nee, rosa nicht. Himbeer. Sollen wir Himbeer nehmen? Ich glaube, na, das sieht, na. Nee, weißt du was? Also, wir nehmen jetzt nochmal eben Laminat und Innenausstattung. Wir nehmen hier doch lieber den helleren Boden. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Geld versiebt, aber was soll das? 42, ist, boah, der sieht aber auch grausam hässlich aus, ne? Der sah gerade schöner aus. Das sieht nicht geil aus, wenn ich ehrlich bin. Aber egal, komm, drauf geschissen jetzt. Dann machen wir Folgendes. Dann gehen wir in die Farben. Dann hätte ich erstmal gerne Wandnebel, bla bla bla, weiß. So, dann stellen wir uns mal eben hier einen weißen Eimer hin. Dann werden wir nämlich erstmal Fenster die Sachen weiß machen, weil das ist, sieht besser aus, glaube ich. Hä, hallo? Ja, danke. So, mit dem gleichzeitig, das kriege ich auch nicht geschissen. Bei mir irgendwie, ich mache das dann trotzdem einen am anderen. Hallo? Einer am anderen. So. So. Aber mit dem schneller wäre vielleicht doch geil. Sollten wir vielleicht als nächstes dann skillen, dass er ein bisschen schneller macht. Dann dauert das hier nicht 3 Jahre. So, pass auf. Jetzt machen wir das hier weiß. Eigentlich könnten wir das bei allen schon mal machen. Aber auch egal ist. Ja. Und hier auch noch. So. Ich nehme das doch. Alter, wie lange dauert das? Hä, was? Ah, ich wollte sagen. So, stellen wir das schon mal dahin. Und jetzt gucken wir mal eben. Himbeer, habe ich gesagt, ne? Habe ich ja schon wieder vergessen gehabt? Wir nehmen jetzt einfach mal Himbeer. Ich bin mir nicht sicher, ob das aussieht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber naja. Verbraucht er so viel Farbe gerade oder was? Normalerweise kann er doch gar nicht. Es sieht ein bisschen seltsam aus, ne? Ist jetzt nicht so eine geile Farbe, wenn ich ehrlich bin. Aber naja, was soll das? Ist mir jetzt auch egal. Wir verkaufen das Haus ja eh. Das soll ja nicht für uns sein. Jetzt können wir ein bisschen rumexperimentieren, deswegen. Hallo, hier ist der Hans Ziller von. Hi, Hans Ziller. Von Bonfire. Ronnie Parks von Bonfire. Im November 2018 gehen wir auf Tour. Zusammen mit unseren Friends. Featuring Johan Turner, David Bickler, Jeff Tate, Phil Moon, Bobby Kimball, Robin Beck, James Christian and many, many more. Bonfire and Friends ab November auf großer Deutschland-Tour. Infos und Tickets auf rockantenne.de. Be there. So, dann wisst ihr das jetzt auch. Da wollte ich mal die Schnauze halten, weil ich meine, wenn man schon Internetradio laufen lässt und das gut findet, dann kann man die ja so ein bisschen unterstützen, wenn die Werbung machen. Ne? Und Bonfire ist auch eine geile Band. Von daher kann ich da ruhig mal meine dumme Fresse halten. Also ich bin jetzt ja hier ein bisschen skeptisch, was die Farbe angeht, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, dass das hier gerade dunkel werden tut. Das ist nicht so geil, warte mal, was ist. Ach ja. Da kommen wir nicht mit hin mit den einen Eimer. Siehst du, hab ich ja gesagt. Da müssen wir noch einen holen. So, ja, ich werde da mal gucken, auch wie ich das. Hallo, kannst du mal bitte. Was soll das denn? Hallo. Danke. Wie ich das hochlade. Ich nehme halt jetzt ja in einem Stück auf. Ich werde jetzt. Jetzt sind wir bei einer halben Stunde. Ich könnte auch halbe Stunden Videos machen, aber. Ich guck mal, wie ich das schneide oder wie ich das mache. Ich nehme jetzt erstmal auf und das. Ne? Ist das halt, wie das ist.